Nein, bleib oben. Der weiß das, ey. Das ist scheiße. Au! Der tritt sogar mich. Ich hab... Hä? Ich hab solchen Durst. Spricht er. Er spricht da! Hä? Egal, ich kletter jetzt da einfach hoch. Na, hör auf zu wackeln. Sei brav. Nein, ich kann hier runter. Dann brauchen wir nicht, haben wir genug. Ich wäre jetzt rübergesprungen, hätte ich den nicht gesehen. Meine Güte! Kommt er jetzt nochmal hierher? Ja. Er wundert sich natürlich nicht, wo sein Partner hingeblieben ist, ne? Die sind so doof. Dreh dich um, dreh dich um. Du bist so dumm, so dumm. Ja! Reite wie der Wind, Buddy. Ist das? Das ist weg. Okay. Wieder? Ja, sieht's aus. Haben wir unseren Freund wieder, unseren sprechenden Arm. Okay, ja, ich weiß, was du willst. Aber lass mich erstmal ein bisschen nachgucken hier. Man braucht schon Leben. Was war das? Ja, eh, habe ich doch gerade gedrückt. Der macht das nicht. Der ist doof. Wir müssen das doch... Ah, so. Wir müssen das ja da... Ach. Nein. Ich sehe nichts. Okay. Das sieht ja scheiße aus. Das sah auch scheiße aus. Den Sand schön aufbrauchen. Wieso springt er denn? Kein Sand mehr. Das ist so scheiße. Ich habe mich umgebracht. Ah, cool. Wir sind immer noch da. Okay, und jetzt? Das hat dann nichts gebracht. Das hat nichts gebracht.
Nein, nein, nein. Ich krieg das jetzt nicht auf die Reihe. Auf die Reihe. Oh, krieg's nicht auf die Reihe. Achso, ich muss weiterlaufen. Ja. Nehmt Sand der Zeit auf, um den Prinzen Lebensenergie zurückzugeben. Ja. Oh. Ja. Schneller, ich brauch Sand. Jetzt weiß ich ja, wie das geht, ne? Aber ich will halt auch nicht sterben. So. Rennt die Wand entlang, haltet E, drückt gedrückt, um die Kette zu schwingen, dann drückt leer um das Seil. Soll ich den nicht töten? Hab ich doch. Ha, ich hab's geschafft. Coolio. Haha, cool! Wir haben ihn umgebracht. Unser Leben geholt oder so. Ich muss jetzt gucken, wo ich hin möchte. Der sieht uns nicht. Das ist irgendwie schon cool irgendwie. Aber auch einfach irgendwie dumm. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Da runter? Ich glaube, das war falsch. Ja. Hä, wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Das hat geklappt, ja? Das ging schnell. Wunderbar. Haben wir nicht schon genug zu tun? Nein, haben wir nicht. Viel zu wenig zu tun. Es ist langweilig. Und es ist langweilig. Na kommt her. So, die laufen natürlich nicht rein. Hey, der bringt mich um. Nein. Das ist jetzt ein Scherz. Egal wie es anstelle, ich derbe. Scheiße. Ich hoffe, wir müssen das jetzt nicht nochmal machen. Ja, wir müssen es nochmal machen. Nein, 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 nein. Soll ich den trotzdem einfach töten gehen? Ach so. Nochmal. Nochmal. Wir haben Zeit. Das haben wir geschafft. Und haben uns nochmal gleich Sand geholt, um nicht zu sterben. Nein. So. Daneben, daneben. Das
Wir sind die geborenen Killer. Killer. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, wir müssen hier lang. Also, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Ich will das Schwert eigentlich mitnehmen. Die sehen uns ja nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich weiß nicht. Ja, ja, nicht töten. Ja, machen wir es einfach so weiter. Wenn ich jetzt loslasse, geht es bestimmt noch Zeit. Nein, nein! Lauf! Lauf! Scheiße! Dieser Wagen sollte uns heimbringen. Oh, wir haben es noch überlebt. Wir sind so gut! Und ich habe gedacht, wir sterben jetzt. Oh, ey. Ist schon cool mit den Sandwesen da. Aber das war da. Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Fast am Verrecken, das ist irgendwie kacke. Hoffen wir's! Oh, wenn nö. Ich versage, ist es aus mit uns! Der brennt! Halten ihn auf! Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Weg zu bringen. Oh nein, ich muss lenken! Oh mein Gott, oh mein Gott! Sei wachsam! Scheiße, was soll ich denn machen? Okay, ich muss nicht nach rechts vorwärts drücken, aber... Alter! Meine Güte! Kämpfen und gleichzeitig... Nach links! Gleichzeitig lenken ist ja schwer. Nach links! Uhu! Fliegende Pferde! Das war gut, Prinz! Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah! Ah. Hat er noch einmal Sand? Wenn ich jetzt drauf gehe. Hey. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, dann raste ich aus! Ich brauch Sand. Sand. Ich hab keinen Sand mehr. Alles geht kaputt. Alles. Nochmal. Ja. Okay, okay. Na komm. Schneller. Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Ja. Ich kann alles. Hoffen wir's. Wenn ich versage, ist es aus mit uns. Da freut er sich, glaube ich. Wenn er ihn nicht mal am Hals hat oder sonst was. Eigentlich am Arm. Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Visier niederfahren zu lassen. Sei wachsam! Ha. Ich sehe nichts! Nach rechts! Ich sehe nichts!
Alter, das geht alles viel zu schnell! Hä? Nach links! Nach links und ich bin unten. Ich glaube, ich musste campen. Ah ja, stimmt. Alter. Na, lass mich nochmal in Ruhe reiten hier! Ich mach grad einen Ausflug. Nach links! Das war gut, Prinz. Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Meine Güte, hör auf zu labern. Du willst du. Ich zeig gerade allen den Zuschauern hier die Sandstadt oder so. Wir sterben jetzt. Ich kann hell sehen. Wusstet ihr das? Wie oft muss ich das jetzt machen? Wenn das viel zu lang dauert, dann muss ich das wieder schneiden. Und nee. Vielleicht passiert ja immer was Lustiges. Also nichts schneiden. Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Ja. Wie gesagt, Kuro. Hoffen wir's. Wenn ich versage, ist es aus mit uns. Der Prinz. Der Prinz. Haltet ihn auf. Ja. Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Ja, das ist. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Visier niederfahren zu lassen. Wo ist er? Sei wachsam. Meine Güte, lass mich in Ruhe hier! Du stinkst! Haha! Nach rechts! Ich bin rechts! Nach links! Ja, links, rechts! Das war gut, Prinz. Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah. Wieso gehen wir einfach nicht hier hoch? Wieso können wir nicht hier wieder rauskommen? Ja! Und jetzt voll dagegen. Okay, doch nicht. Wir haben es überlebt! Haben wir es jetzt geschafft? Vorsicht! Das war knapp. Alter. Hinter diese Säule! Was? Geschafft! Halte die Erde an! Los! Komm schon! Ja. Jetzt haben wir ein Pferd. Hoffentlich behalten wir es. Ich bin ein Haustier. Die einst so lebendigen Straßen von Babylon boten ein trauriges Bild. Die Bewohner waren tot oder geflohen. Wer geblieben war, litt tausend Qualen. Gefangen, gefoltert und verwandelt. Aber das bemerkte der Prinz nicht. So versessen jagte er den Visier.